Meine Damen und Herren, zweites Match bei einem Community Multiplayer Abend, Live-Abend auf Twitch mit Worms Revolution. Diesmal im zweiten Kampf mit dabei der unvergleichliche Marcel. Hallo Marcel. Hallo zusammen, ich bin bereit. Beim ersten Match schon dabei gewesen, Loren Gafia. Hallo Andreas. Das Küken wird gewinnen. Der Mann, der immer und ewig 22 Jahre jung sein wird und außerdem Master of Kanalwette, Matze. Hallo Matze Senior. Hallo. Juhu. Und ein gewisser BB, das bin ich. Auf geht's, einmal starten bitte. Ja. Diese eben waren wir am Strand unterwegs. Diesmal Gruselgarten. Puh, was würdet ihr davon halten? Oder ist euch das zu... Matze, ist dir das zu unheimlich? Nee, mach ruhig. Mir ist bloß unheimlich, dass ich keine Arbeit nicht zustande kriege. Echt nicht? Sollten ja ein Kollege... Läuft's schon. Oben läuft sie. Ihr könnt auf Twitch Kanalpunkte investieren. Wer gewinnt die Partie? Investiert eure Bullenkammerpunkte in ein bisschen Glücksspiel. Vier Leute stehen zur Auswahl. Gruselgarten und dann nehmen wir... Ach, wir lassen das so wie es ist. Voreinstellung. So eine Höhlenkarte wäre total schön. Eine Höhlenkarte? Ja, das dauert ja ewig. Ist doch gut, die Karte hier. Gefällt mir. Wir lassen die so, wie sie ist. Auf geht's. Viel Spaß und go, bitte. Go. Wir haben, glaube ich, ein paar exklusive Objekte weniger auf der Karte als beim ersten Mal. Oh, ist das gruselig hier. Ich frage mal kurz auf Twitch. Hört ihr überhaupt Akustik im Hintergrund? Und wenn wir aufeinander ballern und wenn es knallt, ist das laut genug? Ich glaube ja, ne? Oh, ein gewisser WB fängt an. Das bin ich. Ja, da wollen wir doch mal gucken, ob Odins Trunk, ob der eventuell hier... Auf der anderen Seite, auf der linken Seite sind auch welche. Geh doch erstmal dahin, ja, spielen. Da ist ja einer von... Sei doch nicht so weinerlich, Mensch. Ich versuch mal mit der Uzi, ob ich dich über den Hang schubsen kann. Ich weiß nicht, ob das geht. Mit der kann man relativ lange spielen. Nee. Das wird nicht klappen. Verrat doch nicht alles. Vielleicht klappt's doch. Das war alles? Oh Gott, war das erbärmlich. Das war ein lange Touchen. Das war ja erbärmlich. Das waren 2 Punkte. Das war der schwächste Angriff in der Geschichte von Worms Revolution. Ich bin für Neustart. Man kann, glaube ich, einmal pro einem Streamabend einen Neustart machen. Ist irgendjemand ernsthaft dagegen? Nein, ne? Frage in Twitch-Chat, darf ich neu starten? Oder findet ihr das irgendwie feige oder haltungsnotenmäßig peinlich oder was auch immer? Ja, macht das. Nein. Nö. Was findet denn da alles statt? Okay, Marcel ist dran. Wo sind wir denn hier? Ganz links in 4. Kein Neustart. Kein Neustart. Gamaikan meint, WB, das ist dein Stream, mach was du willst. Also ich finde, ich stehe da sehr gefährlich an dieser Klippe. Ne? Das ist auf Dauer, bin ich da nicht lebensfähig, glaube ich. Ich befürchte, keiner von uns ist auf Dauer lebensfähig. Um mal ein bisschen philosophische Tiefe in diesen Abend reinzubringen. Ja, aber ich mag ungern neben Jürgen Klopper stehen. Der kloppt mich dann ins Meer. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier in ruhigere Farbe. Du hast dich feige in den sichersten Platz überhaupt auf der Karte rüber gebeamt. Das ist echt feige gewesen. Ja, und wir sind nie in die Hölle gekommen. Ich mache mal kurz eine Abstimmung unter Leuten, die hier unbeteiligt sind, nämlich den anderen Mitspielern. Wer ist der Meinung, das war feige von Marcel? Der Rainer einmal durchgefragt, wie sieht das unser Matze? Ja, das war, weiß ich nicht, also nicht unehrenlos oder so ähnlich. Nee, ja, ehrenvoll oder wie auch immer, ne? Ja, finde ich auch. Du bist absolut meiner Meinung, da bin ich deiner Meinung. Ich frage mal Loren Gafia, Andreas, stimmst du mit? Es ist sehr schön, dass er in meine Nähe gekommen ist, wo ich ihn abknallen kann. Ja, das ist die richtige. Was war denn da? Ups, sorry. Jetzt habe ich ganz verkehrt geschlagen, Daniel. Tut mir leid. Du hast mich ich saß auf einer riesigen Schraube und du hast mich ins Wasser geschmissen? Keine Ahnung. Also, ich hab verklickt hier. Ich verklick mich gleich auch mal. Ich wollte in die andere Richtung. Das war eine der... Also jetzt kannst du nicht rächen. Für die Wange. Im Chat heißt es, da hatte jemand eine Schraube locker.
schauen, was ich alles im Angebot habe hier. Noch gar nichts. Ah, lass dir Zeit, du hast Zeit ohne Ende. Du ziehst auf dich selbst, ist dir klar, ne? Lass dir Zeit, Daniel, lass dir Zeit. Ihr müsst ihm nicht immer helfen. Der ist Profi in dem Spiel. Also das ist jetzt aber echt nicht die richtige Richtung, finde ich. Ich habe die Uhr aus dem Blick verloren. Es wird immer schlechter. Ich ziehe Joker. Neustart für WB. Es wird peinlich. Oh, ich merke gerade, meine Internetverbindung flackert bei dem Stream. Es kann sein, dass die Partie gleich unterbrochen wird. Es gibt schon die ersten Bildaussetzer. Andreas, was ist das? Es gibt die ersten Bildaussetzer hier. Es kann sein, dass gleich alles vorbei ist hier. Ja, also, Andreas, ich finde das mit dir heute Abend, das nimmt langsam Überhand. Also, ich finde, ich habe dich ziemlich geschont. Ja, erstmal diese psychologischen Tricks hier mit dem Alter, dann dieses wilde Rumballern auf unschuldige Würmer. Also, ich weiß nicht, wie man das machen kann. Ich bin ganz bei dir. Alle gegen Andreas, ich bin absolut dafür. Sobald Andreas raus ist, die Verbleibenden, dann würde ich vorschlagen, alle gegen Marcel und am Schluss alle gegen Matze. Wer ist dafür? Alles klar, einstimmig angenommen. Marcel, schick doch alle deine Würmer hier unten rein. Das ist alles genau. Safe. Genau. Ja? Musst jetzt bloß hier runterspringen. Nein. Wo ist denn das hier? Ach, da ist das. So, wo kann man den... Die Biene wäre schlecht. Die unfeine Art. Das ist die ganz unfeine Art. Das machen wir auch nicht. Ich habe nur noch... Baseballschläger. Diese Niederzug. Ah. Ich habe ja Zeit. Oh, Zeit ohne Ende. Lass dir Zeit. Ja, ich habe Zeit genug. Das bist ein Hutsitzer. Haben Pferde gerne Kopfschmerzen? Hast du von oben? Mit dem Brett? Oh. Das aufgefallen wollte ich eigentlich nicht. Aber da wolltest du Blindgänger, die Mine waren Blindgänger unten. Da kommt echt eins zum anderen dazu. Da wolltest du sowieso hin, ne? Ja, ich würde den Grünen eigentlich mitnehmen, aber... Der Daniel tut mir ja schon wieder leid, dass du in der Nähe bist. Ich freue mich, wenn du in meiner Nähe bist. Ich sehe dich immer wieder gerne. Ich würde sagen, wir beide gemeinsam Best Buddies, wir gegen alle anderen, einverstanden. Schlag ein, Matze, wir beide gegen den Rest der Welt. Bist du dabei? So ein cooles Freundschaftsarmbänder. Ich tausche Freundschaftsarmbänder mit dir aus, im Ernst. Ja? Matze, sage einfach nur ja, WB, und wir beide Best Buddies bis zum Ende vielleicht dieser Partie, aber zumindest bis zum Ende dieser Runde. Best Buddies, wir beide, Matze. Einverstanden? Später. Erstmal Best Buddy. Oh, fast. Das war knapp. Ich wollte dir nur zeigen, dass es funktioniert, ne, Daniel? So. Das war ein Test jetzt, ne? Sepp Herzwürger, was für nette Namen hier. Ich probiere was aus. Ich habe da so eine Ahnung, Daniel, was du vorhast. Straf mich lügen, bitte. Er gräbt sich ein, oder? Ja, Es ist Tierquälerei, was du da betreibst. So, er schickt wieder sein Schaf vor. Ich mache mal ein totales Chaos. Wir machen mal ein totales Chaos. Oh, oh. Oh. Arme Marcel. Massenmord! Ja, das hat jetzt schon ein bisschen wehgetan. Massenmord durch WB. Im Ernst. Oh. Dieser sympathische ältere Herr hat eine grausame Ader. So. Ich mach ja keinen Quatsch, ne? Sag mal, was ist denn das für eine seltsame Maske? Du siehst aus wie bei Civ 6 der Dr. Perversicles. Was? Ach ne, ist nicht mehr da. Okay. Ah, yay. Wollen wir das Loch ein bisschen vergrößern da oben? Oh. Ja, du kannst diesen gelben da oben, den kannst du da mal runterholen. Das ist ja mein eigener. Oh, das geht ja nicht. Das geht Details. Nicht. Zieh's durch.
Zieh es durch, Andreas. Tu es. Nimm den 36-Jährigen da. Ja, genau. Jetzt lass den armen Büffel in Ruhe. Hallo? Tschüss. Kein Respekt für der jungen Herde hier. Ich hab Welpenschutz, Marcel. Ich bin 22. Das hat nicht mal gereicht. Schade. Ja, das Problem ist nur, ich krieg dich ja auch nicht mit einem Schlag da unten erledigt, weil so viele Lebenspunkte kann eigentlich nur durch Fallen von der Karte eliminiert werden. Das macht natürlich nicht einfacher. Hast du da Gewaltfantasien, Marcel? Ich will dir nicht gegenüber. Massive, ganz massive. Marcel, so viele Gegner um dich drumherum, was wäre ein guter Angriff? Am besten, wo ich Daniel und Andreas gleichzeitig auslösche, aber das ist leider ein bisschen schwierig. Wer ist denn dieser Daniel? Hab ich noch nie, hast du nie von gehört. Auf deine netten Geschenke. Wer ist denn eigentlich gerade in Führung? Ich glaube an Marcel. Schnapp ihn dir, Marcel. Schnapp dir, Marcel. Oh, oh. Oh, oh. Marcel? Nein. Was war denn das? War das Absicht? Ich hätte mir das war ein müder Versuch. Das so ein bisschen spektakulärer hätte ich mir das jetzt schon vorgestellt. Matze ist dran. Matze Senior. Oh, ich wieder. Man nennt ihn auch Ich wieder als Kampfname. Genau. Also, muss ich mal gucken. Also, mach keine Mätzchen, Matze. Wie ist also das eigentlich? Wie ist das eigentlich als Matze, wenn es so viele andere Matzes in der Community gibt, Matze? Fühlst du dich da manchmal vermatzt oder verwirrt oder denkst du... Ach nein, nein, damit komme ich klar. Versuchst du mich gerade abzulenken? Nein, nein, nein. Also wenn ablenken, nee, nee. Abzumatzen versuche ich dich. Das sieht, also ich will dich jetzt nicht dissen, aber das sieht ein bisschen hilflos aus, was du da machst, ne? Unter uns. Das sieht ein bisschen hilflos aus. Ihr kuschelt gerade, ja? In der Öffentlichkeit. Ist das irgendwie der Versuch, mit anderen Würmern gemeinsam neue Würmer zu zeugen? Also irgendwie die also nicht Mitspieler zu... Jawohl, so macht man das. Was hast du denn da gemacht? Ja, die Zeit. Puh, es gibt Angstschweiß über die Stirn gelaufen. Es geht doch nichts über psychologische Kriegsführung. Hans Beißweiler. Also der steht jetzt ganz doof. Daniel, ein kleiner Schritt. Ein kleiner Schritt für einen Daniel. Für die Menschheit. Für dich und ein großer für die Menschheit. Na? Okay. Wir versuchen es mal. Neuer Erfolg. Ah, Mist, das ist so doof hier. Also, Matze, du merkst schon, dass mit dem Verbünden, das ist so eine einseitige Sache. Ne, bei ja, natürlich ist das eine einseitige Sache. Ja. Ja. Ein bisschen werde ich dann selber Schaden nehmen, aber das ist mir, glaube ich, egal. Ja, du hast ja noch genug Würmer. Ja! Punkt! Haha! Ja! Wunderbar! Entschuldige, Matze, ich merke jetzt erst, dass du das Opfer bist. Ich dachte, es wäre jemand anders gewesen. Ja, genau. Da hätte ich ganz anders menschlich reagiert. Entschuldige bitte. Ist mir ich habe dich peinlich. Wenigstens nicht in den Schlote-Schuck verschickt, ne? Hast du mich gerade Schlot genannt? Du Schlot? Ein sehr altmodischer Schimpfer. Sehr altmodisch. Also gegen eine kleine Aufwendung, Matze, würde ich dich auch rächen, bei so einem roten Wurm. Mach das. Sag mal, du musst... Wo bist du denn überhaupt? Im Ernst, Lorengefähr, du musst ein bisschen schneller spielen. Du bist ja erst 22 und wir haben um 20.30 Uhr ist hier Schwelle, dann musst du ins Bettchen. Wir haben schon 22. Ich muss dich leider um 20.30 Uhr rausschmeißen. Ganz schnell. Ich wollte dich sagen, mach das so. Ich werde Marcel von seinem Elend erlösen. Was hab ich dir getan? Du musst doch hier... Du warst ein leichtes Ziel, das war das Problem. Immer auf die armen Würmer mit keinen Lebenspunkten. Nicht, wie kann man nur immer Würmer angreifen? Marcells Vorschlag ist, andere Ziele angreifen außer Würmer. Denn da zum Beispiel. Marcel, wen greifst du an, wenn du jetzt keine Würmer mehr angreifst? Wenn ich keine Würmer eingreife, das wird schwierig. Ja, sind da viele Gegner auf einem Haufen? Ganz viele.
mir auch eigentlich ein bisschen zu viele, ehrlich gesagt. Wegen der Bulette. Ja, aber bist du nicht bereit, einen von deinen Leuten mit wenig Lebenspunkten zu opfern für ein großes Spektakel für die Zuschauer? Nee, leider gar nicht. Das Problem ist nur, dass ich mich mit dieser Karte, ich wird mit der irgendwie nicht so wirklich warm. Das höre ich gerne. Schade für dich, sehr schade. Versuchen wir jetzt hier einfach mal neue Dinge, die sonst nicht so passieren. Das ist eine... Das ist ein Gewehr oder eine Kanone, die sich bei Bewegung auslöst, ne? Genau, wenn jetzt der Matze da Quatsch macht und sich bewegt, dann werden Matze wir alle erschossen. Matze, beweg dich mal, Matze! Jetzt überlegst du, Matze, ne? Was tue ich? Ja, eigentlich wollte ich den Wurm wechseln, aber hat leider nicht geklappt. Hat doch funktioniert. Gehst du spazieren? So nein. Ja, ich gehe so ein bisschen spazieren und mal gucken, was ich hier so als Auswahl habe. Eine Lenkrakete, nee, das ist nicht so schön. Was haben wir hier noch? Luftangriff. Oh, ach nee, der ist ausgegraut, schade. Nein, das ist Lenkrakete, ne? Oh oh. Oh, das ist schön, das gefällt mir. Weil es dich nicht trifft. Wunderbar! Och nee! Doch, die fallen runter. Ah, doch! Nee. Doch! Na wunderbar! Ja! Yeah. Hauptsache der Gelbe ist gestorben, da habe ich ja kein Mitleid, ne? Danke. Cool, cooler Move! Also das war in der großen Liste der Momente, der denkwürdigen Augenblicke hier im Laufe des Streams mal einer, der nach Können aussah. Dicke Abwechslung hier. Ah, interessant. So, wo geht's denn weiter? Du hast dich hier ja ziemlich gemütlich gemacht in deiner kleinen Ecke da unten, ne? Mhm. Ja, ich versuch's nur einmal. Ich bin leider bei dieser Waffe nicht allzu gut. Wie machen wir denn das nochmal? Wie wechselt man die Richtung? Du ziehst jetzt auf den Frosch, ja? Wie wechselt man die Richtung? Indem du dich bewegst. Scheiße, das kann ich gar nicht mehr. Oh oh. Kann ich mich jetzt bewegen? Jetzt kann ich mich bewegen. So rum und jetzt so rum. Jetzt die Waffe wechseln. Jetzt denk an, die Waffe musst du durchladen, nicht nur antippen. Also ich finde, so fair sollten wir sein. Nee. Oh nein. Also ich fand das sehr unterhaltsam, das darfst du gerne wiederholen. Warum? Nein. Kannst du dich rächen, Lorien? Eigentlich wollte ich ja ihn da rausziehen, aber hat leider mit dem Tausch nicht geklappt. Das ist jetzt also ein sehr, sehr, sehr verlockendes Ziel, ein doppeltes Ziel. Ja, mach das. Bleibt ja nichts anderes übrig, hast du sonst keinen anderen Gegner. Zwei Grüne auf einmal, rechts unten. Einige Elmer neben ihnen. Eine Einladung zum Massenmord. Wird Loren Gafia es schaffen, moralisch diese Einladung auszuschlagen? Die Antwort ist nein. Und? Oh. Jawohl. Zwei von also, drei gibt's aber jetzt kein Lob von uns, ne? Das war ja das jetzt war, hier, ne? Nee, echt nicht. Das war ein Elfmeter, was soll ich sagen? Den er verwandelt hat. Marcel. Ach, mein Freund Andreas ist da. Genau. Der Gelbe, der böse Freund. Gelbe, der 22-Jährige. Der muss eh ins Bettchen, der Andreas. Das Freund drumherum? Würde ich nie machen. Also Gänsefüßchen, das geht ja gar nicht. Gänsefüßchen. Ah, jetzt, ja. Jetzt kommt er zum Einsatz. Jetzt machst du einen auf den Burt Lancaster, über den wir eben geredet haben. So, was macht man jetzt hier Schönes? Wir könnten ja so ein bisschen für Explosionen sorgen. Oh, oh. So, die Frage ist, ob ich Eider erwischen. Wenn ich das hier hinstelle, könnte ich gar kein treffen oder beide? Das ist so ein bisschen die Frage jetzt, ne? Du kannst aber das Risiko. Ein bisschen Risiko muss ja sein. Die da oben sind einfach zu treffen. Ja, das sind aber meine eigenen Ballen. Einen.
Einen. Bisschen, ne? Hättest du mal blau und grün genommen. Ah, du bist ja selbst. Flächenangriff. Also Eigenbeschuss, Das heißt Friendly Fire. So, dann mal gucken, was wir hier noch so haben. Oh, jetzt haben wir den Luftangriff. Ah, sehr schön. Ja, komm, die hier Waffen. Gelb und Rot. Kisten gelb rechts, und Rot. Nicht, Matze. Was, nochmal, wie? Da ist eine Kiste. Wo ist eine Kiste? Rechts. Ach so. Ja. Oh. Wie funktioniert das jetzt nochmal mit dem? Space und wegrennen. Ach so. Wegrennen ist ja gut, der kraucht ja weg. Es gibt hier Leute, die dich einfach so komplett umbringen. Ne? Das ist doch zwei Würmer gleichzeitig von dir im Meer versenken. Und wer wird hier angegriffen? Der arme blaue Wurm. Ich hab da sonst keine anderen Ziele. Du warst in der Nähe. Zwischendurch ein Dankeschön in Twitch-Chat an Rattus Faber fürs erste Abo. Schön, dass du dabei bist. Danke dir, Rattus. Marcel, wir dürfen den Daniel nicht vergessen, der unten in der Ecke, der sich verkrochen hat. Ach ja, komm. Wir wollen es doch nicht übertreiben hier. Ja, du bist so im Windschatten so und ferner Liften. Ich mach mal einmal Lieblingswaffe. Nee, ich mach einmal nicht die Lieblingswaffe, oder? Doch, ich mach einmal die Lieblingswaffe. Na, das ist aber. Zack. Au, das tat weh. Warum löst denn diese Mine da nicht aus? Das ist doch wieder. So, danke an Andi fürs 34. Grüße an dich, Andi. Danke. Lorian Gaffia ist dran. Der ewig 22-Jährige, der heute Morgen noch Geburtstag gefeiert, hoch hinaus will und tief fällt und nein. Oh oh. Oh oh. Wie gut, dass wir beide Freunde sind, Andreas. Hallo, Daniel. Alliierte, ich dachte mir, du warst ein bisschen einsam hier in dieser Ecke. Ja, geht Karte. So. Da wollte ich dir doch ein bisschen Gesellschaft leisten. Wenn du mich runterschubst, dann werde ich danach mit Hans Beißweiler dich töten. Ich sage das Wort töten ungern, aber ich mein's so. Hast du einen guten Ausblick gehabt? Scheinbar nicht. Wie fies und gemein. Ah, Kiste. So, was ist jetzt mit den Roten hier? Das Problem ist, wir haben eine Minute. Marcel, Zeit du weißt ist schon, schwierig. Wiederholungen sind langweilig, ne? Was für Wiederholungen? Schau doch mal die Mine aus, Marcel. ist dieses blöde Jet. Was ist denn, da unten ist doch immer noch diese schwimmende Gewehr. Dieses Automatikgewehr. Ja, ich kann aber... Nicht mal ganz funktionstüchtig, glaube ich. Oder bin ich heute blind oder ich weiß es nicht, da müssen wir was anderes machen. Ach, hier ist das, jetzt natürlich zu spät. Mal Luftangriff. Bunkerbomber. Reicht nicht. Ah, ah. Macht plus 30, ja. Ja, das war's nicht. Matze und sein Wurm. Liebe Leute im Chat, Anfeuerungsrufe für Matze. Zieh, Matze, zieh. Bitte jetzt im Chat. Ganz schnell. Anfeuerungsrufe für Matze. Zieh, Matze, zieh. Zieh, Matze, zieh. Wo war der Jetpack? Das sag ich dir jetzt nicht. ich hätte doch vorher üben sollen. Ach, das ist furchtbar. Rechts oben? Die beiden Booster. Ist zum Beamen. Der Chat feiert dich mit den Worten. Zieh, Matze, zieh! Oh. Also da geht ja die Zeit flöten. Ja, aber guck mal, da ist so ein roter, ne? Den kannst du ganz einfach mit so Andreas, einer... bist du aus dem... bist du gerade rausgeflogen, Matze? Nee, im Ernst. Achso. Andreas, hat Andreas die Internetverbindung verlassen gerade? Hört ihr mich noch? Ja, ich höre dich noch. Ich hatte eine Meldung, dass ich vom Server bin. Ah. Oh, jetzt bin ich draußen. Bin draußen.
Also wir müssen auch bei uns auf dem Discord, aber aus dem Match raus. Das heißt, du hast dich verwandelt in eine mörderische KI, in so eine Art Terminator hier. Abschießen, wie ihr wollt. Alter Cheater, du. Hast dich hier nur in Sicherheit teleportiert. Gib's zu. Nein, ich bin unschuldig. Ich greife mal die KI an. Ich werde Skylab. Ist Skynet oder Skylab? Wie heißt nochmal die KI, die die Welt erobern will? Wie heißt sie nochmal? WB. Ja. So, ich mache mal wieder meine einmal Lieblingswaffe hier. Oh oh. Ja. Reicht nicht aus. Andreas, bist du denn wieder im Spiel oder bist du jetzt komplett im Hauptmenü? Ich bin doch im Menü. Also. Abgesoffen. WB, rette die Welt vor der KI. Im Ernst, nennt mich gerne Arnie. Oder Bullinator. Oder Schwarzen Bullegger. Oder was auch immer. Ja? Wie wär's mit Killing Bull? Irgendwas in der Art. Genau, kill den Bullen. Matze, was für ein geschmackloser Scherz auf Kosten deines reizenden Gastgebers. Kill den Bullen, das ist irgendwie so eine Maßnahme. Nein, im Ernst, die KI hat sich gerade selber ausgeschaltet mit allen Würmern, hat sich aus dem Spiel genommen. Andreas, kaum steuerst du deine Würmer nicht mehr, fühlen die sich so vereinsamt, dass sie Selbstmord begehen. Was willst du da mit dem Schaf? Ja, ich frage mich gerade, ob Sepp Herzwürger Lust auf Schafe hat. Nein. Veganer Abend, ganz schnell einmal Veganer Abend. Schnell weg. Ein HP. Matze ist dran. Liebe Leute im Chat, HP. Ihr kennt eure Anforderungsrufe für Matze. Zieh, Matze, zieh. Anfolgungsrufe jetzt, bitte der Matze Fanclub. Sich jetzt im Chat outen mit seinem Schlachtruf. Oh oh. Und? Wie kann man nur einen Wurm mit einem Lebenspunkt angreifen? Das ist so geschmacklos. Das ist peinlich. Also, das war jetzt der bislang der runterziehendste Augenblick dieses Streams. Dass er unter rein sportlichen Gesichtspunkten hat, das war erschütternd. Mit anderen Worten, ich räche meinen anderen Wurm. Ich frage mich nur, wie. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch. Ich bin ja der Meister der Lenkraketen. Ich bin jedes Mal die Superlusche dabei. Aber ich habe eine Idee. Teleportiere dich doch neben mich. Ich mach's mal. Für die nächste Runde. Was passiert hier gerade? Und der trifft. Jawohl. Reicht nicht, wa? Reicht nicht. Da kann er sich ja rächen. Marcel kennt seinen Gegner. Es ist der erbarmungslose Matze. Der Meister von Niedrigniveau. Was muss ich ja da mit Waffen experimentieren? Oh oh. Oh oh. Er begibt sich in Sicherheit. Oh oh. Erstmal brauche ich Lebenspunkte. Und dieser Hans Beißweiler hier, der mich gerade so hinterrücks von oben angreifen wollte, ne? Hör mal, es kann sein, dass die Partie crasht hier, das Multiplayer-Match, wenn du den letzten Wurm von mir rausnimmst. Das ist technisch sehr riskant. Ich würde mir das gut überlegen und vielleicht jetzt nicht machen. Mach's lieber nicht, Matze. Also Technik und ich, wir verstehen uns. Hast du irgendein Administrationstool benutzt, um mich rauszukicken? Psst. Jetzt haut er echt noch ab. Unglaublich. Muss ich mir jetzt Vadian Schaf mit einfallen lassen. Ui. Hatten wir nicht vorhin so rote Mitspieler? Ich weiß, irgendwie sind die weg, ne? Komisch. Ja. Das war bestimmt eine Einbildung. Bestimmt nur Einbildung. Bestimmt. Meine Existenz war eine Masseneinbildung. Du gehst gern spazieren mit deinen Würmern, ne? Aber leider ist jetzt die Karte erkunden. Leider ist jetzt das nicht dabei, was ich gerne haben würde wollen.
Tamriel, ja, blöd, dass ihr euer Futter immer so früh verschießt, ne? Ja, ne, was heißt früh verschießt? Das ist eben halt, Bosskampf. Ja. Bosskampf. M gegen M. Nur ein M kann gewinnen, der andere M wird verlieren. Das geht ja auch nicht. Ich frage mal kurz im Chat, was glaubt ihr, wer gewinnt? M oder M? Ganz schnell. Meint ihr, M gewinnt oder M? Feedback aus dem Chat. Gewinnt M oder gewinnt M? Ganz schnell, eure Meinung. Wer wird gewinnen, M oder M? Auf jeden Fall M und M. So, fängt das Ding an. Gott, Gott, ach, schade. Chat ist mit großer Mehrheit, sagt der Chat, M wird gewinnen. Jetzt bin ich gespannt, ob das auch klappt. Ob ihr weise genug wart, das richtige Ergebnis vorherzusagen. Mal schauen, was jetzt passiert. So, lieber Matze. Ja, hau mich jetzt putt. Los jetzt, komm also, zu mir. Ich muss sagen, den obligatorischen Luftschlag habe ich auch schon verschlagen. Aber wir haben eine Lenkrakete. Das ist natürlich jetzt, ich dachte, die da unten rauszukriegen, maximal kompliziert. Die habe ich aber auch versucht zu finden, aber... Hm? Aber ich muss das versuchen. Ach, da ist die Klappe, stimmt. Wenn du noch ein bisschen weiter vorgehst, genau, noch ein bisschen weiter vor. Ja, noch ein Stück. Nee, geh mal noch ein Stück vor. Ach so, ich soll nach vorne gehen? Nein. Ja, noch ein Stück weiter nach vorne. Ich gehe genau dahin, wo die Decke über mir am stabilsten ist. Ach so. Oh, war das knapp. Oh, schade. Hättest du mal auf mich gehört. Ich hab dir gesagt, geh noch ein Stück vor. Kannst ja nicht hören. Kannst ja nicht hören. Matze ist dran. Chat weiß, was zu tun ist. Zieh, Matze, zieh. Zieh, Matze, zieh. Fanclub von Matze, jetzt im Chat. Andererseits weiß man, eine große Mehrheit hat dafür gestimmt, dass vermutlich M gewinnen wird. Mal gucken, ob das klappt. Oh. Oh, oh lala, wie artistisch. Also, das war aber knapp. Ja, sehr das klappt leider nicht so. Ich weiß nicht, was dein Plan war, aber er scheint aufgegangen zu sein. Nicht wirklich. Hm. Da ist aber auch nichts Passendes bei, was man nehmen kann, um Marcel zu ärgern. Atemlose Spannung. Es kann nur einen geben. Wird M gewinnen oder M? Matze oder Marcel? Der Wasserangriff? Im Chat heißt es zieh, Matze, zieh. Zieh, Matze, zieh. Was? Nee, ich bin gerade überlegen, aber hier passt. Ich kann ja nichts weiter machen. Lass dir Zeit. 9 Sekunden. Ja, nee. Ich will dich nicht unter Druck setzen. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Lass dich nicht hetzen. Eine. Ja, passt schon. Matze. Zieh, Matze, zieh wird ab jetzt bitte, liebe Leute, ihr morgen müsst euch was anderes überlegen. Zieh, Matze, zieh führt dazu, dass Matze nicht zieht. Ihr müsst im Sinne von, wie heißt das noch, negative, umgedrehte Psychologie, ab jetzt in Chat immer reinschreiben, Matze, zieh nicht. Zieh nicht, Matze, zieh nicht. Das feuert ihn an. Merkt euch das. Könnte auch bei Marcel funktionieren. Schreibt mal in Chat rein. Also die Matze, die Marcel-Fans. Was machst du denn da? Der haut ab. Och, ich gehe neue Wege. Feige! Er haut ab. Er haut einfach ab. Ab jetzt bin ich nicht mehr unparteiisch. Ich stehe absolut auf der Seite von Matze. Das war der feigeste Move der Geschichte hier überhaupt. Ich oute mich. Ich bin ab jetzt ein glühender Matze-Fan. Matze, was kann ich tun für deine moralische Unterstützung? Ein Feuer. Matze! Matze! Ich habe so ein ganz komisches Fiepen im Ohr die ganze Zeit. Sehr cool, sehr cool. Matze macht's. Gute Idee. Schnapp dir den Matt-Happen. Schnapp ihn dir. Chat ist begeistert. Damit? Oh, das war die falsche Waffe. Was hast du denn da gemacht? Das war die falsche Waffe. Die macht nicht so viel, ne? Nee, schade. Die macht nicht. Die sieht cool aus. Also das ist so. Und modisch war das sehr hoch, auf sehr hohem Niveau. Der beamt sich weg. Das kann nicht wahr sein. Er flieht. Marcel flieht. Nee. Einer unserer Community steht für ehrenvolle Werte, wie zum Beispiel bedingungsloser Angriff, Aufopferung der eigenen Person, immer die eigene Person und fremde Leute in den Tod schicken, solche positiven Werte und dann sowas. Unglaublich. Es gab Moderatoren, die wegen kleinerer moralischer Delikte schon ausgeschlossen worden sind aus dem Team, Matze. Naja. Anfeuerungsrufe für Matze, bitte. Was machst du denn jetzt, Matze? Keine Ahnung.
Es gab schon Leute, die wollten den Stream neu starten. Also das finde ich ja noch viel schlimmer. Ja, das finde ich auch. Also wer sowas jemals gesagt hat... Ich will keinen Namen nennen, aber dieser Whiting Bull, was der hier macht, das ist total hinterhältig. Echt? Da gibt es jemanden, der meinen Namen Dob trägt? Der sollte erst recht gebannt werden hier. Sowas geht gar nicht. Was machst du? Er beamt sich. Du darfst das. Schnapp dir den Metappen. Schnapp ihn dir. Nee, ich weiß ja nicht mal, wo der Beam ist. Das ist ja mein Problem. Abfluss, Teletausch, Stromauswahl, Springen, auch... Ja, ja. Wurm wechseln könnte. Ach, da ist der Teleporter. Klappen. Oh, Matze. Oh, Matze, du hast nur noch 5 Sekunden. Das ist riskant. Oh, oh. Ja, es ist riskant, aber ich muss ja irgendwie vor Angriff gehen. Entweder klappt oder klappt nicht. Matze spielt offensiv. Aus dem Chat. Was haltet ihr davon, dass Matze offensiv spielt? Ich will euch nicht beeinflussen, aber was haltet ihr davon, dass Matze immer offensiv spielt? Ich will euch nicht beeinflussen, aber schreibt offen eure Meinung. Wie ist das? Was macht Marcel denn da? Der haut wieder ab vor mir. Wie Marcel, immer. Echt. Du bist ein Läufer. Kein Kämpfer, du bist ein Läufer. Ist das ein Weihnachtsmann? Nee, das ist eine alte Oma. Die alte Frau. Ja, jetzt schickt er auch noch. Jetzt nutzt. Kann doch nicht wahr sein. Es nutzt er auch noch alte Menschen dazu, mich zu ärgern. Mir weh zu tun. Marcel Schütz benutzt eine Seniorin als Selbstmordattentäterin. Oh, oh. Sie kommt unglaublich. Zurück. Marcel, nee. Also jetzt mag ich dem Ernst am Ende. Tiefpunkt. Den ich auslösen kann. Im Chat wird als moralischer Sieger ein gewisser Matze ausgerufen. Matze. Was, wir können noch zusammen... Nö, Marcel, das mit dem Rentner, das war jetzt wirklich, das war, das, nee. Nee, nee. Seniorenfeindlichkeit hier. Im Namen aller Silver-Server, schütz dich vor, stell dich schützend vor uns. Ich kann ja nicht dafür, dass die alte Oma in Luft aufgeht, also, das war nicht geplant. Da wir trinken hier tut mir leid, aber, nee. Nee, das, nee. Das Gute hat gewonnen. Matze, genau, jawohl. Moralischer und de facto Sieger. Das erste Ergebnis, wo ich mich hinterstellen kann, heute Abend und sagen kann, das Gute hat gewonnen und die Welt ist ein kleines Stückchen besser geworden. Danke an Matze, danke dir. Ja, gerne doch. Also, wirklich. Also, du bist absolut. Echt, du bist ein Licht der Hoffnung und der Güte und der... Also, ich glaube jetzt, das Jahr 2024 kann noch ein gutes Ende nehmen. Dank dir. Danke dafür. Es gibt niemanden, der so entschlossen für das Gute mordet wie du. Vielen lieben Dank dafür. In unser aller Namen. Ja, danke. Gerne.